Der Hagener Fummellauf ist mittlerweile schon eine Tradition geworden. Zu sehen, wie Männer in Frauenfummeln und hohen Hacken tanzen und Aufgaben bewältigen, das zieht viele Menschen in die Hagener Fulmer-Galerie. Auch an diesem Donnerstag zur Altweiberfastnacht. Mit für Männer fast untypisch 18 Zentimeter wartete da zum Beispiel der Leiter der Hagener Aidshilfe Andreas Rau auf. Ja, heute gibt's Fummellauf in der Fulmer-Galerie. Das ist der Auftakt von Weiberfastnacht im Straßenkarneval. Ja, das macht Spaß. Wir singen, wir tanzen, wir laufen um die Wette auf High Heels von hier. Pass auf, komm runter. 18 Zentimeter. Es ist ein Spektakel, das sich niemand so gerne entgehen lässt. Um den ersten Platz wird in Gruppen gekämpft. Aber bei allem steht der Spaß an der Freude vorne an, sowohl bei den Teilnehmern als auch beim Publikum. Über allem steht aber der gute Zweck. Von dem, was eingenommen wird, profitiert hauptsächlich die Hagener Aidshilfe. Ja, der Fummellauf ist für uns insofern eine wichtige Sache, als dass ein Teil oder ein großer Teil des Erlöses zu unseren Gunsten geht. Wir geben auch einen kleinen Teil noch ab ans Hagener Festkomitee, aber das meiste benutzen wir für uns, für unsere Arbeit, insbesondere im Jugendbereich und in der Aufklärung.